Dass sich etwas ändern muss am Berliner Platz, darin sind sich alle Parteien einig, egal ob Verein, Stadtrat oder Fans. Seit der mittlerweile wieder aufgehobenen Schließung im Dezember 2012 wird an einer Lösung gefeilt. Und auch wenn das Stadion wieder genutzt wird, 2017 ist für das marode Gebäude Schluss. Doch die Vorstellungen, was machbar ist, gehen weit auseinander. Wir halten es für erforderlich, dass Kaufbeuren die einmalige Chance ergreift, zwei Dinge auf einmal zu erledigen. Nämlich einmal eine neue Eishalle und gleichzeitig eine neue Stadthalle zu bauen, die wir bislang nicht haben, die wir aber seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten benötigen. Aus 2 mach 1, ein Eisstadion plus eine Stadthalle gibt eine Multifunktionsarena. Die ist keinesfalls rentabel, so wie alle Hallenprojekte in unserer Umgebung nicht rentabel sind, sondern mit mehr oder weniger viel Defizit betrieben werden. Man darf auch nicht vergessen, wir haben hier in der Region, einschließlich Kempten mit der Big Box, erhebliche Hallenkapazitäten. Und jetzt soll hier eine weitere Konkurrenzfläche entstehen. Die wird zur maßgeblichen Defizitreduzierung hier in Kaufbeuren nicht beitragen, sondern tendenziell dann bei den anderen noch ein bisschen mehr Defizit auslösen. Nichtsdestotrotz wollen die Freien Wähler in Kaufbeuren die Idee einer Multifunktionshalle nicht direkt auf Eis legen. Sie haben sich auch über einen möglichen Standort Gedanken gemacht. Wir träumen davon, dass die Eishalle, die Multifunktionsarena am Eingang der Stadt Mindelheimer Straße B16 entsteht. Das könnte dann auch optisch städtebaulich ein toller Akzent sein. Es ist verkehrstechnisch hervorragend angeschlossen und ich denke auch für alle Nachwuchsspieler einigermaßen vernünftig zu erreichen. Momentan deutet sehr viel darauf hin, dass wir im Bereich des Berliner Platzes bleiben sollten. Das hat verschiedene Aspekte. Bahnhofsnähe, Parkplätze sind vorhanden, Innenstadtnähe. Und wir blockieren nicht andere Fläche, die in Kaufbeuren ohnehin rar ist und die wir dringend für Gewerbeentwicklung bräuchten. Doch nicht nur der Standort steht zur Debatte. Auch die Größe eines Neubaus wird diskutiert, vor allem in Bezug auf die Zuschauerzahlen. Denn den Abstiegskampf hat der ESVK zuletzt für sich entscheiden können. Die Joker bleiben in der DEL2. Wir haben uns bislang an der absoluten Untergrenze orientiert, die der Verein genannt hat, um in der Größenordnung einfach mal zu planen. Wir kommen hier auf Kosten von etwa 20 Millionen Euro. Wir haben bislang keinerlei Zuschusszusagen und da muss man sehen, was so etwas für den Haushalt darstellt. Und je größer man das baut, desto teurer wird das Ganze. Und deswegen haben wir auch nicht mehr Geld, sondern da wird tendenziell das Defizit noch größer. Ich möchte halt, dass die Verwaltung auch diese Szenarien errechnet. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das Szenario von 3.000 bis 6.000 Zuschauern jeweils in einer Abstufung von 500 Zuschauern haben. Und dann wird man sehen, was kostet es mehr, wenn man eine größere Halle baut? Was kostet es mehr, wenn man statt einer Eishalle eine Multifunktionsarena macht? Was braucht man da zusätzlich? Und nur auf dieser Grundlage können wir eine seriöse und gute Entscheidung treffen. Im Raum steht derzeit auch ein Bürgerentscheid zum Neubau des Eisstadions. Der bisherige Stadtrat war demgegenüber aufgeschlossen. Ob das auch auf den neuen zutrifft, muss sich zeigen. Er trifft sich am Dienstag zur konstituierenden Sitzung.